Ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zurück bei Janina in Food. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir. Die Jessica ist heute aus Hamburg gekommen. Jessica arbeitet bei der Gala als Food-Redakteurin und hat Ökotrophologie studiert. Richtig. Was so viel ist wie Ernährungswissenschaften. Und dementsprechend können wir heute über Essen sprechen, noch und nöcher und natürlich auch über mein Kochbuch. Und darauf freue ich mich sehr. Ich freue mich, weil es ist tatsächlich das erste Mal, dass ich jetzt etwas hier aus diesem Buch koche mit einem Gast zusammen. Tatsächlich? Ja. Oh nein, was für eine Ehre. Mal. Ja. Und umso schöner der Titel, meine Glücklichküche, das kam irgendwie damals, weil ich dachte so, hey, was ist das, was ich den Menschen irgendwie mit auf den Weg geben möchte und was ist der Grund, wie ich zum Kochen gekommen bin? Mhm. Und da war halt so dieses Glücklichsein, weil das alles Rezepte sind, die ich mit meiner Kindheit, mit meiner Jugend verbinde, die mich einfach glücklich machen. Und jetzt haben wir ja auch im Vorfeld darüber gesprochen, dass es ja auch wirklich Lebensmittel gibt, die erwiesenermaßen glücklich machen. Ja, ja. Die halten, enthalten so Inhaltsstoffe wie zum Beispiel Tryptophan, die kurbeln die Serotonin-Produktion an und deswegen machen sie glücklich. Sowas gehört zum Beispiel dazu, sind hier die Granatapfel. Genau, der gehört dazu. Bananen, Nüsse klassischerweise. Ja. Und ich hoffe, du magst Blumenkohl. Ja, sehr gerne. Sehr gerne, gut. Dann würde ich sagen, starten wir auch. Das ist wirklich so mit das Einfachste und mein Lieblingsrezept in dem ganzen Buch. Die Leute, die Janina in Food schon ein bisschen länger verfolgen, die kennen das wahrscheinlich. Ich habe das nämlich schon zweimal hier gemacht. Mhm. Mein Blumenkohl aus dem Ofen. Und das ist jetzt quasi so die Variante, auch gerade für Veganer mega. Mhm. Wenn man halt statt einem Stück Fleisch, wenn man sowas dann halt serviert, fand ich ganz cool. Vielleicht magst du schon mal das Dressing anmischen. Und ich schneide schon mal die Steaks hier runter. Was war denn das erste Rezept, bei dem du wusstest, das geht jetzt ins Buch, das muss unbedingt da rein? Tatsächlich Rübenschmaus. Ach, Rübenschmaus ist so mein Lieblingsrezept aus der Kindheit. Das kennt man wahrscheinlich in Berlin. Kommst du ursprünglich aus Hamburg? Aus Hamburg, ja. Aber vielleicht kennst du es, weil es ist ein norddeutsches, ne? Genau, ja, es ist ja ein norddeutsches Gericht. Und ich bin ja in Schleswig-Holstein groß geworden, mhm, und da gab es überall Kohl und Kohlrüben. Und das hat meine Mutter eigentlich so einmal die Woche gemacht. Und das ist so ein Rezept, immer wenn ich das esse, geht es mir einfach richtig gut. Ich spüre mich, ich habe Kindheitserinnerungen und das war das erste Rezept, was quasi wirklich stand, wo ich gesagt habe, hey komm, ich muss meine Geschichte erzählen und das gehört definitiv dazu. Es sind nämlich nicht nur Lebensmittel, die irgendwie an sich glücklich machen, weil sie bestimmte Inhaltsstoffe haben, sondern wirklich auch das, was du auch eben gesagt hast, diese Gedanken an ein bestimmtes Gericht. Also wann habe ich es gegessen, verknüpfe ich damit gute Sachen und dann kann es für den einen die Schokolade sein, irgendwie was Süßes oder halt so ein herzhaftes Gericht. Deswegen. Hast du schon früh angefangen zu kochen? Wann standst du in der Küche? Meine Großeltern sind Gastronomen bis vor 4 Jahren gewesen, hatten ein Restaurant in Wieck auf Föhr. Mhm. Und ich habe schon immer, wenn meine Mutter in der Küche stand, immer mitgeholfen. Oh, schön. Und irgendwann war es halt so, dass ich mithelfen musste, was für mich aber gar nicht schlimm war, weil meine Eltern sind Schausteller, haben Autoscooter. Und da musste immer für die Angestellten gekocht werden. Und dann stand ich da halt immer. Meine Mutter sagte, du, jetzt machst du Hühnerfrikassee und mach mal hier noch ein bisschen Reis und so. Ist das alles klar, was dann Angestellte auf dem Dom oder auf der Kirmes gut finden? Also Hühnerfrikassee? Das macht auf jeden Fall das satt. Das macht Laune, ne? Ja, und das war tatsächlich einfach zu machen. Ich rühre hier fleißig an. Das soll das schön eine bestimmte Konsistenz haben? Irgendwie sehr flüssig oder? Es sollte nachher im Endeffekt genau so aussehen, wie es tatsächlich auch im Buch ist. Druck! Das kriege ich hin wahrscheinlich. Nein, aber im Endeffekt, das ist, finde ich, auch so wichtig beim Kochen, kein Druck. Ja. Weil im Endeffekt ist es sowieso immer alles Geschmackssache. Ausprobieren, kreativ sein. Ich denke, damals erfordert es ein bisschen Übung. Nicht die Sache an sich, sondern wie beschäftige ich mich mit Lebensmitteln, wie kann ich Sachen austauschen. Ja. So einfach das Interesse, dass man das hat, ne? Ja, das ist schon vor allen Dingen auch, was funktioniert. Genau. Das ist dann wirklich, aber da gibt es auch so einen kleinen Ratgeber vorne, wo man einfach schon sieht, hey, komm, ich bin vegetarisch oder vegan, wie kann ich was ganz schnell austauschen, sodass es für mich trotzdem funktioniert. Perfekt. Das ist ja auch jetzt ein super Rezept für einen Feierabend, ne? Weil 45 Minuten Backzeit, du bereitest es 15 Minuten zu, packst es in den Ofen, kannst dich irgendwie schon gemütlich zu Hause hinsetzen und dann geht's los, ne? Absolut. Und vor allen Dingen ist es auch gerade so für abends, was nicht so schwer im Magen ist. Knoblauch. Knoblauch. Ich liebe ja auch Knoblauch, ne? Oh, ich auch. Aber ich musste tatsächlich so in den letzten 2 Wochen ein bisschen verzichten auf Knoblauch. Weil ich dann hier und da auch meine Knutschszene hatte. Ja, und, ah, das ja, ich möchte man davon den Kollegen dann natürlich auch nicht zumuten. Ich kann mir vorstellen, du hast oft Gäste zu Hause und die sagen, komm Janina, mach doch mal jetzt hier ein tolles Dinner für uns. Ja. Was machst du dann? Was kochst du dann?
Also wenn ich Gäste wirklich begeistern möchte, dann gibt es meinen Black Chicken. Das ist einfach diese Hähnchenkeulen mit Sojasauce, mit Ingwer, so richtig schön spicy, alles im Ofen. Und es ist einfach so einfach und es macht so viel her, ist auch in dem Buch. Oder was nicht in dem Buch ist, was ich aber auch total gerne mag, sind meine Kalbsbäckchen. Also für mich ist Fleisch wirklich so ein bisschen das Sonntagsessen. Ja. Ich habe jetzt so mein Veggie Montag und Dienstag eingeführt, einfach um mir das nochmal bewusster zu machen. Ja. Es ist nicht so, dass ich jeden Tag Fleisch esse, aber ich konsumiere manchmal Fleisch, ohne dass ich das wirklich wahrnehme. Einfach mal gar kein Fleisch und das ganz bewusst und vielleicht auch mal den Verzicht spüren. Ja, das ist ja auch nicht schwer. Nee, ist es überhaupt nicht. Musste ich dann auch feststellen, wo ich dann eine Faux gegessen habe und ich dachte so, oh nein, wie schade, jetzt kann ich keine Faux mit Fleisch essen, hab dann die vegane und die war monstermäßig gut. Ja, mit Tofu? Mit Tofu. Ja. Und wie holst du dir generell so Inspiration für deine Rezepte? Also sind ja super viele verschiedene drin, wie du schon sagst, mit Fleisch, ohne Fleisch. Also in diesem Buch ist es natürlich Geschichten getrieben. Also es fängt an im Norden bei meiner Familie, wo natürlich viele Kindheitsrezepte drin sind, Familienrezepte. Mhm. Und daraus inspiriert habe ich ein paar nordische Rezepte oder zu den passenden Geschichten. Wir waren beispielsweise auf einem Krabbenkutter. Oh! Mega! Eine Wahnsinnserfahrung. Und da Krabbenpulen und so. Und dementsprechend sind da natürlich dann auch zwei Krabbenrezepte drin. Und so habe ich mich dann immer so lang gehangelt. Dann Japan als Thema, da waren wir auch bei Manufakturen, in einer Teemanufaktur. Ja. Und dann hat man irgendwie mal gesehen, wie wird eigentlich Grüntee angebaut und was gehört eigentlich dazu und wie aufwendig ist dieser Prozess. Daraus inspiriert dann wieder Rezepte. Also das ist so die Idee vom Buch, aber grundsätzlich sind es wirklich Reisen, Erlebnisse und auch Pinterest und Instagram für mich. Ja? Ja, ich folge so vielen Leuten oder wenn ich da was sehe, denke ich so, ey, das muss ich auch machen, aber ich mache es dann vielleicht auch nochmal ein bisschen anders und so taste ich mich dann immer daran. Du musst ja auch wahnsinnig stolz sein auf das Buch jetzt. Also ich meine, wenn man es in den Händen hält. Ich habe so angefangen zu heulen, als das erste Buch irgendwie da war, weil es sind so anderthalb Jahre Arbeit, Herzblut und dadurch, dass ich alles selber gemacht habe. Ich habe keinen Verlag, der dahinter steckt, ganz bewusst nicht, weil ich alle Entscheidungen selber treffen wollte. Ich nehme mein Geld und mache das komplett selber. Nur dann wird es so, wie ich das wirklich möchte. Ja. Auch das Papier und die Zeichnung hat eine Freundin von mir gemacht, die Joanna. Die Food-Fotografie hat die Marina gemacht, die hier immer die Fotos macht. Ulla hat mir beim Kochen geholfen. Also jeder hat hier irgendwie, der bei Janine & Food auch schon lange etwas macht, wirkt daran mit und das ist so schön. Und ich bin für manche Sachen bin ich vielleicht auch einfach zu ungeduldig. Ich habe ein paar Backrezepte drin, wo ich niemals gedacht hätte, dass Backen so einfach geht. Bist du eher der herzhafte Typ, also eher so der, ich rühre herzhafte Sachen im Topf und nicht das Backen-Ding? Und vor allem, ich mag das nicht, mich an die Zutaten zu halten, in der Regel. Bei Backpulver musst du ganz genau dich daran halten, weil sonst wird es nichts. Bei Hefe genau das Gleiche, sonst geht es nachher nicht auf. Sagen ja auch generell Köche, dass sie Backen total furchtbar finden, weil man da wirklich immer auf das kleinste Gramm achten muss, sonst funktioniert es nicht. Absolut. Und das ist so, aber es sind wirklich Sachen drin, die sind idiotensicher. Und das hat mich dann doch sehr gefreut. So, ich habe jetzt hier Ingwer. Wir machen noch den Knoblauch drüber und dann geht das Ganze ab in den Ofen. Das Dressing kommt erst im Nachhinein drüber? Genau, das ist quasi das Topping. Also der Blumenkohl ist schon gleich fertig. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist der Granatapfel. Wahrscheinlich das Schwierigste. Finde ich tatsächlich, ja. Beziehungsweise das, was immer am wenigsten Spaß macht. Aber zu zweit wird das bestimmt ganz toll. Wie machst du das denn, dass der jetzt hier nicht spritzt? In einer Wasserschale. Das ist tatsächlich das Beste. Jetzt einfach, wenn du es hier in dem Wasser quasi brichst, dann kommen die Kerne raus. Du kannst es gerne. Soll ich schon mal die Tahini-Soße abschmecken? Oh ja, vielleicht habe ich ein bisschen zu viel Kreuzkümmel reingemacht. Oh, da kann nie zu viel. Ich liebe ja auch, wenn man kein Kreuzkümmel übrigens zu Hause hat. Ras El Hanout tut es auch. Das ist ja so mein Allrounder in der Küche. Das ist so eine Gewürzmischung auch mit Kreuzkümmel drin, aber noch so ein paar anderen tollen Sachen. Der sieht total toll aus. Der hat auch so, schön, so eine schöne Farbe gekriegt, aber du hast jetzt kein Kurkuma oder so mit Gar nichts. Nee, nee. Toll. Das sind einfach nur die natürlichen Röstaromen. Sieht auch so ein bisschen aus wie ein Baum, ne? Ja, total schön. Macht was her. So. Also wahnsinnig gesund ist das Ganze auch, ne? Wahnsinnig gesund. Sind nicht alle Rezepte gesund, aber sie machen glücklich. Ja. Soße.
Irre. Irre! Ja. Das ist total verrückt, das ist jetzt einfach nur ein Blumenkohl. Mhm. Krass. Das Dressing. Also ich hab's gemacht, aber das ist ja dein Rezept. Aber du hast es gemacht. Ihr Lieben, das war quasi das erste Rezept, was jetzt aus meine glückliche Küche hier in der Janina in Food Küche mit einem Gast zusammen gekocht wurde. Liebe Jessica, vielen Dank. Auch, dass du ein bisschen was grundsätzlich über Ernährung dazu beitragen konntest, dass du so viel positive und eine tolle Energie hier heute in die Küche gebracht hast. Das war sehr, sehr schön. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Macht's gut.